Willkommen zurück zu Black Mirror 2. Es geht weiter, Freunde. Wow, was war das letzte Mal für ein Part? Ich hoffe, ihr habt das alles schön erstmal sacken lassen können. Unglaubliches passiert. Unsere leibhaftige Mutter Catherine lebt noch und hat uns nur zu unserem eigenen Schutze weggegeben, damit der Fluch uns nicht übermannt. Und wir haben eine Zwillingsschwester. Angelina, es ist alles ein bisschen, ja, ich hoffe, ihr konntet das alles verarbeiten. Ich mittlerweile so halbwegs auch. Ein paar Fragen sind allerdings noch offen. Vor allem können wir doch jetzt nicht einfach so, wie Mama es gerne hätte, abhauen. Wir bekommen jetzt von Louis angeblich noch Tickets. Aber wir haben jetzt die Mosaikscheiben zusammen. Und wer ist unser mysteriöser Gegenspieler? Wir haben zwar Theorien, aber noch keine handfesten Beweise. Und ist Angelina wirklich tot? Manche hoffen immer noch darauf. Mal sehen. Ja, viele Fragen sind noch offen. Wir können jetzt nicht einfach gehen. Wir werden jetzt noch der Sache weiter nachgehen, auch wenn das eventuell gefährlich werden könnte. Im Verdacht habe ich ja immer noch die gute Eleanor. Und Louis, wenn der dann zweifellos damit auch mit drin steckt, ausgerichtet von dem bekomme ich die Tickets. Aber vielleicht soll das Ganze auch nur ablenken. Was ist eigentlich mit Sally? Könnte Sally eine Gegenspielerin sein? Sie wirkt so unscheinbar, aber sie ist erst seit kurzem hier. Naja, wir werden es noch erleben. Wir werden noch Antworten bekommen, da bin ich mir ganz sicher. Jetzt gehen wir erstmal zu Louis. Mal gucken, was der zu der Geschichte sagt. Die Tickets, die kann ich mir ja schon mal holen, aber ich habe noch keinerlei Ambition, dann abzuhauen. Mal schauen. Hey, Louis. Jetzt mal kurz warten, bis das soweit ist. Was ist denn jetzt schon wieder? Ja, Tickets hier, bitte. Sind Sie schon wieder zurück? Wovon sprechen Sie? Bates meinte, er hätte Sally zu Ihnen geschickt, damit Sie zum Reisebüro fahren. Wozu denn ein Reisebüro? Wenn er Sie rausgeworfen hat, kann er Sie auch einfach so in den Zug setzen. Sie meinen, Sally war nicht hier? Hab sie seit heute Morgen nicht mehr gesehen. Was soll das? Lügt er? Oder Sally? Oder ist es Bates? Ist einer von den dreien der Mörder? Nur einer von ihnen hat das Grundstück verlassen, nachdem ich hier angekommen bin. Auf Wiedersehen. Muss nicht sein. Bates kann ich mir aber echt nicht vorstellen. Was hätte er für ein Motiv? Nee, kann ich mir nicht vorstellen. Ich weiß nicht, ich habe irgendwie Sally gerade einen Verdacht. Gerade weil sie so unscheinbar wirkt. Und Louis, der wirkt mir fast schon zu einfach, oder? Ich weiß nicht. Ich dachte, ich krieg von dem Tickets. Habe ich das jetzt doch irgendwie falsch... Ach so. Sally... Ja, dazu kam es ja nicht. Okay. Verstehe. Na gut, das ist aber uns auch relativ egal. Wir wollen jetzt nämlich eh noch nicht gehen. Wollen wir mal mit Oma sprechen? Wie sieht's aus, Darren? Nach unseren neuen Erkenntnissen können wir jetzt mit dem Versteckspiel doch aufhören. Auch wenn Eleanor dabei sitzt, das ist wiederum... Wo sind denn jetzt alle? Natürlich sind jetzt auf einmal alle weg. Das ist ja klar. Das wäre doch jetzt interessant. Noch ein paar aufklärende Gespräche mit der Familie zu führen. Ich bin's, euer Enkel. Und mir gehört das Schloss. Jetzt werden andere Sitten hier kommen. Nee, ich muss ja wieder weg. Sonst werde ich verflucht. Bates? Die Tür ist abgeschlossen. Jetzt sind echt alle weg, ne? Wie sie es jetzt einfach machen? Mein Gott! Was? Sally! Okay, vergiss, was ich gesagt habe. Wer war das jetzt? Sie ist tot! Denk nach, Darren! Bates könnte ihr wirklich den Auftrag für die Tickets gegeben haben. Der unbekannte Gegenspieler hat sie dann ermordet, bevor sie zu Louis gegangen ist. Das heißt, alle drei könnten unschuldig sein. Oder besser gesagt, nun könnte wieder jeder im Schloss hinter meinem Hals her sein. Naja, außer Sally. Sie ist die zweite junge Frau, die jemandem im Weg stand. Fuck. Was in dem Bad immer abgeht, ey. Das ist unglaublich. Okay, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet.
Ich hab gedacht, die ist jetzt gleich gefeuert worden, ist weg. Aber so kann man es natürlich auch machen. Habt ihr das Gesicht gesehen? Also, wenn ich das vielleicht als Arbeitsunfall ausgerutscht oder sonst wie was. Ne, schwerer Kopfschlag an der Kante, aber das Gesicht, das sah so halb verätzt aus. Oder sie wäre, als wäre sie schon lange tot. Wie sehen wir es nochmal? Was ist da passiert, bitte? Ihr Gesicht ist ganz aufgequollen. Es sieht aus, als sei sie verbrüht worden. Ekelhaft. Irgendein Bastard hat ihr Gesicht unter Wasser gedrückt. Entweder sie ist ertrunken, oder der Schock hat sie getötet. Es muss aber eigentlich eine Person sein, die mehr oder weniger stark ist, beziehungsweise stärker als Sally es war. Bates ist dem Tode nahe. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der sie mit brachialer Kraft irgendwie da jetzt, keine Ahnung, kochenden Wasser unterdrücken konnte. Und Eleanor glaube ich jetzt auch irgendwie nicht. Von dem Aspekt her bliebe nur noch Louis übrig, aber ich glaube das nicht. Zeigt sie auf irgendwas? Auf was kann sie gezeigt haben? Hat sich da was gespiegelt? Ich verstehe das nicht. Was, hat sich da was gespiegelt? Wovon redest du? Zeigt sie auf irgendwas? Auf was kann sie gezeigt haben? Hat sich da was gespiegelt? Ich verstehe das nicht. Ich finde das ja immer bewundernswert, wenn jemand so einen absoluten Todeskampf mit sich führt, aber dann doch die Ruhe weg hat, irgendwie versteckte Hinweise zu zeigen. Der Arm sieht aber auch ganz schön schlimm aus. Ja, das weiß ich jetzt langsam. Ich dachte, du guckst dir noch irgendwas anderes an hier an, aber okay. Dann geh mal von ihr weg. Wenn sich da was spiegelt, dann müssen wir vielleicht diese Bank nochmal genauer uns anschauen. Vielleicht gibt's da noch einen Hinweis. Das ist ja sowas von komfortabel. Eine Sitzbank in einem Badezimmer. Meine Fresse. Ja, das ist schon klar, aber... aber wenn sich hier angeblich was spiegelt, müsste doch hier was sein. Kann mir die Badewanne noch angucken? Das Fenster? Das Fenster ist offen. War das schon die ganze Zeit offen? Das Fenster ist geöffnet. Aber da kann niemand eingestiegen sein. Es dürfte ziemlich schwierig sein, an der Fassade hochzuklettern. Das Fenster ist zu. Ja. Was habe ich denn jetzt davon? Das Fenster ist zu. Kann ich es mir auch nicht mehr angucken? Die Vorhänge nochmal? Viele Dächer, Erker, Mauern. Wie viele Zimmer das Schloss wohl hat. Man könnte Mams Häuschen in Biddeford locker in einem der Flügel verstecken. Ein Kronleuchter im Badezimmer. Geht's noch? Also ich weiß, dass wir uns das alles schon mal angeguckt haben. Das geht jetzt anscheinend alles wieder, damit wir eben noch mehr absuchen können. Dieser Behälter konnten wir aber noch nie anschauen. Puder, Schminke und so weiter. Nichts, was ich gebrauchen könnte. So, da ist ja dein Versteck. Der zerbrochene Spiegel. Ich werde mein Leben lang nicht... Ja. Ich dachte mir schon, dass du das sagst. Und die mysteriöse Schublade, wo nur Handtücher drin sind. Ein Haufen Handtücher. Und das ist auch immer noch so. Okay, jetzt mache ich mal den hier. Moment mal, ich kann mir das Emblem anschauen. Ein Löwenkopf. Ich glaube, in der Antike galt der Löwe als Symbol der Unsterblichkeit. Was das wohl mit einer Badewanne zu tun hat? Das Wasser ist kochend heiß. Okay. Das Wasser ist kochend. Das konnte man sich ja schon denken. Das Wasser ist kochend heiß. Ja, ist ja gut, dann machst du wieder aus. Läuft. Ja, läuft. Ja, super. Willst du das jetzt... Hä? Das Wasser ist kochend heiß. Warum tut er das? Läuft. Warum tust du das? Willst du hier eine Überschwemmung jetzt führen und Sally wird pitsche nass? Das wird sie nicht mehr jucken, aber... auch von der Zeit her, wir waren da unten, das muss ja, der Mord muss passiert sein, als wir mit Catherine gesprochen haben. Die Ladies sind jetzt erstmal weg. Die Ladies können das nicht getan haben. Bates? Wo kommt jeder in Frage? Warte mal.
Wegen dem kochenden heißen Wasser. Ich habe hier gerade so einen kleinen Dampfeffekt. Moment. Ah, die hat mir da was geschrieben. Das Wasser ist kochend heiß. Ja, ja, ja. Die hat da was geschrieben. Jetzt guck nochmal. B. Bates? Moment, bevor ich drauf drücke. Bates kommt in Frage. Und das war's. Wir haben noch Louis. Wir haben Victoria, wir haben Eleanor. Haben wir noch jemanden mit B? Mal kurz drüber nachdenken. Weil das Bates jetzt offensichtlich ist, ist klar, aber vielleicht... Haben wir noch Bobby? Nein, Quatsch, das ist Blödsinn, Bobby. Wird jetzt nicht hier das getan haben. Tom, der andere hieß... Es läuft alles auf Bates hinaus, aber ich kann es mir nicht vorstellen. Da steht tatsächlich was auf den Fliesen. Ein B. Wie Bates. Für mich heißt das, dass Bates nicht der Mörder ist. Wie sollte Sally das B an die Fliesen geschrieben haben? Und wann? Als ihr der Kopf unter Wasser gedrückt wurde und sie verzweifelt um ihr Leben kämpfte? Oder nachdem ihr der Schock ein schnelles Ende gemacht hat? So leicht mache ich es euch nicht. Ihr müsst euch mehr einfallen lassen, um mich auf die falsche Fährte zu bringen. Sehr gut, Darren, sehr gut. Genau das habe ich ja schon bemängelt. Wer macht das schon im Todeskampf? Bates kann ich am ehesten vertrauen. Anscheinend wollte der Mörder, dass ich mich von ihm fernhalte. Und das kann dann unmöglich Victoria sein. Also ich bleib dabei, dass es dann doch eher Louis war, der die Fährte da falsch legen wollte. Weil das würde auch mit den Tickets und so passen, die wir jetzt nicht haben. Dass Eleanor und Louis einfach die Arschis sind hier. Ich bleib dabei. So. Und wir sollten jetzt vielleicht mit Bates darüber reden. Das ist so extrem. Warte mal, du heißt Adrian. Ne, da kommt auch kein B vor. Okay. Nur mal, um sicher zu gehen. Man weiß ja nie. So, raus hier. Ich muss mit Bates sprechen. Ja. Der Killer wollte, dass ich den Butler verdächtige. Aber seine törichte Botschaft hat nur das Gegenteil erreicht. Ja, von wegen. Der Mörder ist immer der Butler. Oder war es der Gärtner? Oh, Scheiße! Das Schloss brennt! Was? Ah, jetzt geht's aber ab hier. Ja, willst du aus dem Fenster springen? Oh, shit, ich hab's gerade so... Ohne Schutz kann ich da nicht raus. Das Feuer würde mich erledigen. Deswegen musste ich... Handtücher. Jetzt machen endlich die Handtücher Sinn. Deswegen muss ich auch das Fenster zumachen, wegen dem Dampf, der dann hier bleibt und dann die Nachricht... Einige davon sind riesig. Ich nehme eines von den ganz großen. Guck mal, Bates würde das doch niemals hier abfackeln wollen. Nicht nach der ganzen Geschichte. Da muss Eleanor und Louis dahinter stecken. Ohne Schutz kann ich da nicht raus. Ja, jetzt nimm die. Ja gut, jetzt nimm die Handtücher. Nein, was habe ich jetzt gemacht? Beruhig dich. Ein großes Handtuch. Groß genug, um komplett darunter zu verschwinden. Oh mein Gott. Das nimmt ja jetzt Form an hier. Wie mache ich denn das jetzt? Warte mal, habe ich noch was. Ah, willst du die. Nee, warte, was kochend heiß. Das willst du bestimmt nicht nass machen. Was ist jetzt los? Oder vielleicht doch? Doch. Kochend heiß ist besser wie gar nichts. Hauptsache nass. Hervorragend. Es ist triefend nass. Oh Gott, hoffentlich sind die anderen draußen. Shit, ey. So, jetzt raus mit dir. Tief Luft holen und nichts wie durch. Okay, Bates, bist du noch hier? Alle draußen? Nein! Nein! Adrian! Ich muss doch nach Bates gucken. Ja gut, jetzt weiß ich wenigstens, dass er nicht hier drin ist. Das gab jetzt natürlich wieder einen automatischen Spielstand. Hauptsache, ich weiß Bescheid. Jetzt raus hier. Nein, Bates! Samuel? Komische Geister. Was zum Teufel? Die Geschichte wiederholt sich. Gott. Shit, ausgerechnet er auch mit seiner Atmungsproblemen. Bates! Können Sie mich hören? Adrian, mein Junge, es geht alles zu Ende. Das Schloss. Ganz ruhig. Ich bringe sie hier raus. Nein. Ich habe mein ganzes Leben in diesem Schloss verbracht. Und hier möchte ich sterben.
aber... Höre, Junge. Dieses Schloss hat deinen Vater und dessen Vater ins Unglück gestürzt. Lass es nicht auch dich korrumpieren. Wehre dich dagegen. Wie soll ich mich dagegen wehren? Geh fort von hier und komm nie wieder zurück. Du hast dein Leben in Neuengland, das auf dich wartet. Ein gutes Leben, auch wenn du es nie so empfandest. Laufe, Darren Michaels. Laufe und schau nicht mehr zurück. Mein Gott. Ich werde fortgehen. Aber nicht, bevor ich Angelinas Mörder gefunden habe. Ja, das ist klar. Aber, Darren, was mit deiner Mutter? Und den anderen? Oh Gott, oh Gott. Ah, da bist du ja endlich. Ich dachte schon, ich hätte das Feuer zu früh gelegt. Was? Aha. Sie waren es? Sie haben Angelina und die anderen getötet? Sie haben das Schloss angezündet und mich gefangen genommen? Ich habe das Feuer gelegt, ja. Und ich habe dich im Bunker eingesperrt. Doch ich bin kein Mörder. Zwing mich also nicht, einer zu wehren. Was soll das alles? Was wollen Sie? Keine Zeit für lange Erklärungen. Der Wagen steht bereit. Wir machen eine kleine Reise. Wow, ist das spannend. Also schön, Louis. Was haben Sie mit den Gordons zu tun? Warum jagen Sie diesem Hirngespinst hinterher? Mir geht es nicht um den Fluch. Ihm geht's nur ums Geld. Das ist unmöglich. Hallo, Bruderherz. Du bist also immer noch nicht dahinter gekommen? Was? Was tust du? Ich erfülle mein Schicksal. Ich werde Mordreds Macht beschwören und sie mir zu Nutzen machen. Und Boris? Und Sally? Und meine Adoptivmutter? Sie hat geahnt, wer ich war, als ich vor ihrer Tür stand. Sie wollte den Orden warnen. Das konnte ich nicht zulassen. Sie schlug mit dem Kopf auf den Telefontisch. Ich dachte, sie wäre tot. Oh Mann. Ich hab's, also jetzt, ich weiß, einige werden sich jetzt mehr oder weniger freuen, dass Angelina noch lebt. Wenn auch jetzt vielleicht nicht mehr, weil wir merken gerade, was für ein gemeines Miststück sie ist. Aber ich hab's mir in dem Moment 100% gedacht, als Louis meinte, er ist kein Mörder. Dann habe ich mir gedacht, dann muss dieser angebliche Mord einfach gefaked sein, dann muss sie dahinter stecken. Weil wer wäre denn sonst noch so brachial damit umgegangen? Jemand, der vielleicht total unter dem Fluch steht. Und das kann ja nur Angelina sein. Sie lebt also. Okay, und ich denke, wir werden noch einige Antworten jetzt bekommen. Ach, ist das spannend hier. Erstmal über sie selbst. Was soll das alles? Was willst du von mir? Ohne das Blut eines männlichen Gordons komme ich nicht in die Akademie und den Beschwörungsraum. Du kannst dir meine Enttäuschung nicht vorstellen, als ich erkennen musste, dass Richards Blut nicht funktionierte. Und meine Freude, als ich dich gefunden habe. Du wusstest nicht die ganze Zeit von mir? Nein. Unsere Mutter und die anderen haben das Geheimnis gut gehütet. Doch ich fand Aufzeichnungen, die mir alles verrieten. Ich kam nach Biddeford, um dich mir um den kleinen Finger zu wickeln. Und das hat ja gut funktioniert. Ich wusste, dass uns etwas verbindet und dass du alles für mich tun würdest. Das ist so mies, ne? Aber wie... Ist ja noch ganz am Anfang, als ich Angelina verdächtigt habe. Dieser scheiß Fake-Tod hat mich nur davon abgebracht. Aber im Grunde hatte ich die ganze Zeit gewusst, dass sie ein mieses Stück ist. Weil es war eigentlich so offensichtlich, warum kommt so eine hübsche Lady nach Biddeford... Und warum klappt das alles so rund und funktioniert? Aber gut, dass dann die ganzen Tagebücher und alles, das, was wir noch gefunden haben, dass das auch alles nur Teil ihres Plans war, um uns hier halt, ja, mehr oder weniger zu führen, das ist schon ein hartes Ding. Also, wow. Was war mit Reginald Boris? Der Orden hat ihn mir auf den Hals geschickt, wie ich kurze Zeit nach dem Unfall deiner Mutter herausfand. Boris wollte mich kaltstellen, indem er mir den Mord an Fuller in die Schuhe schieben wollte. Mein Plan war, dich mit nach England zu nehmen.
Doch solange Boris in der Nähe war, musste ich befürchten, dass er dich über mich aufklären würde. Also flog ich zurück nach England und rief dich an. Wie nicht anders erwartet, bist du als strahlender Held erschienen, um mich zu retten. So ein Miststück, ey. Und dein Tod? Wer musste für dich sterben? Die gute Miss Valley hat den Orden wieder aufgebaut, nachdem er fast 100 Jahre von der Bildfläche verschwunden war. Kein Wunder, dass sie sich da so reingehängt hat. Samuel, unser Vater, hat schließlich ihren kleinen Bruder Vic umgebracht. Sie war fanatisch. Ich musste mich vor ihr schützen. Also hast du sie kaltblütig ermordet und angezündet. Und habe damit zwei Probleme auf einmal gelöst. Der Orden hatte seinen Kopf verloren und alle hielten mich für tot. Ich musste nur noch meine Tagebucheinträge fälschen und dich ins Schloss locken. Boah, wie dreckig, ey. Wow. Miss Valley also. Da wäre ich jetzt auch nicht drauf gekommen, dass die schon längst tot ist. Shit. War es nicht ein großes Risiko, mich ins Schloss zu schicken? Natürlich, aber welche Wahl hatte ich? Ich selber konnte ja nicht dahin und Louis hat sich als unfähig erwiesen. Wenn jemand die Scheiben finden konnte, dann du. Ich vermutete, dass du hinter unser Geheimnis kommen würdest. Aber für den Fall hatten wir immer noch Plan B. Das Schloss anzuzünden und alle Bewohner zu töten? Wie kommst du darauf? Mom! Und jetzt rein da. Oh Mann. Stell dich dorthin, Mutter. Hör zu, Angelina. Klappe! Louis, du bewachst den Eingang. Pass auf, dass niemand rein oder rauskommt. Und du? Lass mich raten. Ich soll die Tür öffnen. Allerdings. Die Scheiben, setz sie ein. Boah, ey, also, wie kaltblütig, ey. Unglaublich. Ich bin echt von dem Spiel überrannt emotional so ein bisschen. So krass. Keine Angst, Mann. Ich hol uns hier raus. Halt's Maul! Sorg lieber dafür, dass wir hier mal vorankommen. Blöde Kuh, ey. Wenn Louis nicht wäre, würde ich dich irgendwie überwältigen. Schaut mal, unser Inventar ist entschlackt worden. Also Catherine lebt auf jeden Fall noch. Was mit Eleanor und mit Victoria ist, wissen wir leider nicht. Och Mann. Okay. Ich muss das olle Rätsel machen. Im Steinsockel gibt es drei Rillen. Nur wenige Millimeter breit, aber einige Zentimeter hoch. Alles klar, dann mach das Zeug erstmal rein, dann gucken wir, wie das funktioniert. Die Scheibe passt genau in eine der Rillen. Mal schauen, ob ich da noch irgendwas dran drehen muss oder ob das jetzt einfach gleich gemacht ist. Auch die zweite Scheibe passt. Fehlt nur noch die letzte. Okay, na dann. In Ordnung. Alle drei Scheiben sind an Ort und Stelle. So, und jetzt? Im Steinsockel gibt es drei Rillen. Nur wenige Millimeter breit, aber einige Zentimeter hoch. Okay, das war's anscheinend hier. Das Tor lässt sich mit Hilfe der Steinscheiben öffnen. Wie genau, weiß ich nicht. Also rein theoretisch müssen wir jetzt noch irgendwas mit deinem Blut machen, ne? Sonst wäre das ja ein Mechanismus, den jeder machen könnte bis jetzt. Aber... Question. Hör mal! Ich glaube nicht, dass es zwischen uns etwas zu bereden gibt. Machst du Witze? Ich... Das heißt, ich habe kein Interesse an einem Pläuschchen. Alter, ist die drauf. Mit dem Schwein habe ich jetzt nichts zu bereden. Ah oh je. Okay, ja, was mache ich jetzt? Ich habe noch dieses Medaillon. Keine Ahnung, was mir das noch bringen könnte. Das Foto. Die Tagebucheinträge. Viel mehr habe ich nicht. Was haben wir hier noch? Ach, schau mal, eine Öllampe. Okay, die haben wir genommen. Dem Gewicht nach zu urteilen, ist noch einiges an Öl in der Lampe. Ja, wer weiß, vielleicht wird es da drin ja dunkel, aber jetzt brauche ich das ja nicht, oder? Anscheinend doch. Achso, und jetzt lässt es drehen, oder was? Im Steinsockel gibt es drei Rillen. Nur wenige Millimeter breit. Das weiß ich bereits. Okay, die Öllampe ist weg. Was hat mir das jetzt gebracht? Ich kann da immer noch nichts drehen und wenden. Das Tor lässt sich mit Hilfe der Steinscheiben öffnen. Um,
Ausgang. Vor dem Eingang steht Louis. Ich könnte vielleicht an ihm vorbeikommen, aber ich kann meine Mutter nicht zurücklassen. Ja, außerdem kannst du da eher nicht vorbeikommen. Wenn zwei dich mit einer Pistole... Ah, die Kerze. Das ist seltsam. Die Kerze auf dem Sockel brennt. Wer hat sie angezündet? Darauf habe ich gar nicht geachtet. Okay, ach, und wenn wir das jetzt vielleicht entflammen, dann passiert was ganz, ganz Tolles. Irgendetwas muss es mit diesem Löwenkopf im Lichtschein auf sich haben. Vielleicht kann man ihn reindrücken. Das glaube ich weniger. Schneid dir die Hand an der Wand auf. Ich soll. Mach schon! Tu es nicht, Darren. Du darfst ihr das Tor nicht öffnen. Ich zähle bis drei. Drei. Stopp! Ist schon gut, ich tue es. Ich habe doch gar nichts zum Aufschlitzen. Na gut, an der Wand hat sie gemeint, aber... Ist es? Los, rein da! Beeindruckend. Mhm. Sieht ja interessant aus. Es sieht so aus, als ob hier schon eine sehr lange Zeit niemand mehr gewesen ist. Das ist erst der Anfang. Ich kann die Macht spüren. Mordred ist hier. Hier ganz in der Nähe. Blödsinn. Die Erbauer der Akademie hatten 8 Auserwählte, die Macht gehütet haben. Nur wenn sich alle 8 auf diese Steinplatten gestellt haben, sollte sich das Tor öffnen. Andernfalls folgte der Tod. So steht es in den alten Schriftstücken. Tja, ich schätze, das können wir vergessen. Wir sind nur zu 4. Sei nicht albern. Dir wird schon was einfallen, Bruderherz. Sie ist vollkommen übergeschnappt. Hilft ja nichts. Anscheinend müssen alle 8 Platten mit Gewicht belastet werden. Aber was, wenn einer der 8 Auserwählten plötzlich und ersatzlos gestorben ist? Dagegen werden die sich doch bestimmt abgesichert haben. Ich sehe mich am besten mal um. Okay, sehr interessantes Rätsel jetzt. Die 8 Bodenplatten und wir brauchen da noch mehr. Schauen wir uns einfach mal um. Also ich finde das so spannend gerade. Generell dieses Spiel, von dem Storytelling her, das ist eins der Adventure mit dem absolut besten Storytelling. Das hat so eine flüssige Fahrt einfach. Muss ich jetzt nochmal erwähnen. Es ist so viel besser wie der Vorgänger. Muss ich auch wirklich zugeben. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber es ist für mich doch so ein bisschen das Highlight aus der Adventure-Ecke. Aus der Thriller-Adventure-Ecke. Eine massive Steintür ohne Türgriff oder ähnliches. Mhm. Ich finde es sogar besser wie Still Life, muss ich ganz ehrlich sagen. Da sind Löcher in der Wand. Mit Sicherheit für irgendeine hinterhältige Falle. Hm. Ein schweres Metallgitter. Es sieht nicht so aus, als ließe es sich einfach öffnen. Also bis jetzt finde ich nichts Sinnvolles, leider. Die Steintür sieht ziemlich schwer aus. Ich denke nicht, dass ich sie einfach so aufbekomme. Warum finde ich nichts mit Gewicht? Nichts, was ich da irgendwie platzieren könnte oder so. Okay, die Figuren mal anschauen. Das sollen wohl Gargoyles oder Dämonen oder so etwas sein. Vielleicht sogar der Teufel. Keine Ahnung. Und es interessiert mich auch nicht. Ja, sieht eher dämonisch aus. Aber wirklich, das wird uns jetzt nicht weiterhelfen. Steintür, diese komischen Kugeln kann ich nicht anwenden. Die Bodenplatten, die gehen theoretisch. Das sind Zeichen drauf, seht ihr das? Aber was bedeuten diese Zeichen? Ich habe keine Ahnung. Vielleicht muss ich mir die auch genauer angucken, damit ich da schlauer werde. Eine massive Steintür, ohne Türgriff oder ähnliches. Okay, das war's schon hier, oder? Gibt's hier noch mehr zu bewundern? Ich glaube nicht, ich drücke mal hier. Nope. Ich sehe da ansonsten nichts. Okay, dann gucken wir uns doch mal die Bodenplatten an. Beginnend mit, ja, geht ja gar nicht. Wieso kann ich nur die 3 anschauen und die hier nicht? Naja, scheint nicht so wichtig zu sein. Wir gucken einfach mal. Was macht er denn insgesamt jetzt? 8 in den Boden eingelassene Steinplatten. Mal sehen.
Vorsicht! Das war nicht so gut. Ja, das hätte ich ja auch sagen können, du Held. Ich habe noch 8 Gegenstände bei mir, Freunde. Oder? Ja, tatsächlich, ich habe 8 Gegenstände bei mir. Nein, Quatsch, das kann's nicht sein. Aber hey, probieren wir's mal. Nein, natürlich nicht. Brotkrümel! Nee, Quatsch. Nee, also... Das ist natürlich Blödsinn. Also da kam sowas runter. Was ist hier? Nein, danke. Ich verzichte. Ach, du machst jetzt generell nicht mehr. Nein, das mache ich nicht. Ja, ist ja auch nur tödlich. Kann ich verstehen. Nein. Ja, okay, ich hab's kapiert. Ja, dann müssen wir was anderes machen, Adrian. Dann... Guck mal, die Bodenplatte da unten. Ah, jetzt registriert er auch die unteren Bodenplatten. Das Tagebuch hat es sich geupdatet. Wir gucken mal kurz rein. Mosaikscheibe, jetzt müssen wir das wieder blättern ohne Ende. Hallo, ich will blättern. Na, was war das für eine seltsame Nachricht hier? Ach, das ist, ja, mit dem Rätsel, das haben wir alles gar nicht gebraucht. So. Angelinas Lakai. Tor zum Beschwörungsraum. Angelina treibt uns voran. Doch früher oder später wird sie unachtsam und dann ist meine Gelegenheit gekommen. Vielleicht schon beim Versuch, das große Tor zu öffnen. Wie es scheint, müssen auf allen Platten Gewichte stehen. Vermutlich waren ursprünglich 8 Leute nötig, um in den Beschwörungsraum zu gelangen. Nachdem sich alle auf die Platten gestellt hatten, konnten sie in den Beschwörungsraum. Angelinas Lakai, bevor ich Angelina überwältigen kann, muss ich erstmal Louis loswerden. Und dafür brauche ich einen Plan. Wenn ich 4 der Platten belaste, müssen Mom, Angelina, ich und vor allem Louis uns theoretisch auf die anderen 4 stellen. Okay, also ohne euch wird das nicht funktionieren. Ich werde mal versuchen, mit denen zu reden. Angelina? Was ist? So, das Gittertor, die Bodenplatten. Erstmal das Tor. Was willst du überhaupt von mir? Hast du es immer noch nicht kapiert? Was für einen dummen Bruder ich doch habe. Mach das Gitter auf. Du musst nur alle Steinplatten reindrücken. Alleine? Wie soll ich das denn machen? Dir wird schon was einfallen. Du musst dich auf eine der Steinplatten stellen. Damit ich ein Messer in die Rippen kriege? Ich verzichte. Die Steinplatten haben mit dem Gitter zu tun. Wenn du dich nicht draufstellst, kann ich das Gitter nicht öffnen. Dann soll sie sich draufstellen. Wo soll sie hin? Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass da sowas runterkam und... wir werden das mal speichern, wenn ich gerade darf. Und wo wir unsere Mutter hinschicken, das werden wir dann leider erst das nächste Mal erfahren. Aber das nächste Mal ist bereits morgen. Jawohl, morgen geht es dann gleich je nach Plan weiter, wenn es wieder heißt Let's Play Black Mirror 2. Bis denne!